Der Garpunkt ist so essentiell wichtig, dass es wirklich auch, wenn ein Steak übergart ist, dann verliert, ist es dann einfach kaputt. 40 Grad würde ich vielleicht als wirkliches Rare. Wenn wir dann weiterschreiten in Richtung, das Kollagen kontrahiert ein wenig, das Steak wird so, man sagt, ein bisschen gummiartig und wir kommen in diesen Bereich, wo wir Medium Rare zu sagen. Für mich der schönste Garpunkt irgendwo so zwischen 50 und 54 Grad, Medium, Medium Rare, da haben wir einfach unglaubliche Saftigkeit. Wenn wir dann die Leiter weiter nach oben gehen und wir so bei 55, 57 Grad ankommen, dann sind wir in dem Bereich eines medium gebratenen Steaks. Es wird ein bisschen leichter, rosa. Das Fleisch wird dann auch mürber. Wie schaffen wir es nun, einen schönen und gleichmäßigen Garpunkt zu erzielen? Wir brauchen das Steak eigentlich nur in den Backofen zu legen oder in den Grill zu legen. Wenn wir das tun, legen wir es am allerbesten auf ein Rost, sodass die Luft von allen Seiten möglichst gleichmäßig drankommt. Das begünstigt auch ein gleichmäßiges Garen für den Garpunkt. Der optimale Bereich liegt aber wahrscheinlich so bei 100 bis 120 Grad. Am besten ist es, wenn wir den Garpunkt oder das Erreichen des Garpunkts von der Kruste einfach im Kopf trennen. Und für mich eben der beste Weg ist doppelte Braten, einmal am Anfang, einmal am Ende. Das gibt eine richtig schöne rösche Kruste und wir haben trotzdem die Möglichkeit, den Garpunkt schon und langsam zu erzielen.